Heyo, ciao zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Wir befinden uns heute in Gademario im Tessin. Ich bin gestern vom Graubünden, von Chur, hierher gefahren, am Abend spät. Und bin irgendwie am 10 Uhr am Abend oder so angekommen. Ich habe mein ganzes Setup hier aufgerichtet, wie ihr seht. Der VW California ist aufgebaut, mit dem Heckdach schön gemütlich drinnen geschlafen. Und heute bin ich einen wunderschönen Tag hier im Tessin aufgewacht. Also, Samuel, wenn du das mal kannst zeigen hier, ist einfach herrlich. Also heute Tessin mit dem Samuel. Ihr seht, ich bin nicht irgendwie wie normalerweise Vlog-Setup da mit meiner GoPro 7 am Filmen, sondern die Qualität ist heute mal ganz anders. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, der Samuel hinter der Kamera. Vielleicht kann ich die da mal nehmen. Zack, da. Der Samuel tut mich heute begleiten mit seiner Kamera und tut uns eigentlich filmen, wie wir da Black Deer Project am Shredden sind den ganzen Tag. Wegen dem, wie immer, ich nehme euch mit, wir checken den ganzen Tag mal den Spot hier aus. Ich wollte schon mal ein Video machen, aber nach dem ersten Sprung habe ich mir irgendwie die Dämpferschrauben gebrochen. Und ja, ist dann nicht so gut gekommen, dass ich das Ganze eigentlich abblasen musste. Jetzt ist es aber soweit. Samuel begleitet mich. Ich hoffe, die geile Qualität von diesem heutigen Vlog gefällt euch. Und wenn ihr wollt, dass das weiter so bleibt, jetzt mal in die Kommentare schreiben. Ist mal ein neues Format, das ich ausprobieren für YouTube. Und ja, dann werden wir sehen, ob das etwas wird oder nicht. Yes. Ah, wenn ich sage mehr, ist natürlich nicht nur ich und Samuel gemeint, sondern wir haben da hinten, vielleicht kennt ihr den Van schon, Sandra Smith, da hinten ist er dort schon umgezogen, schon parat. Unser Lieblingsbündner und ja, ich würde sagen, let's go, ich mache mich noch parat, ich bin noch voll nicht ready. Es wird noch schnell Schoner montiert, Helm angelegt, dann gehen wir shredden. Let's go. Minuten später, circa, und wir sind jetzt hier an diesem wunderschönen Platz. Ich habe vorhin schon zu Sandro gesagt, das ist eigentlich, ich habe es gar nicht so krass in Erinnerung, die ganzen Jumps und wie smooth das hier alles aussieht. Wir sind so nicht gefahren, auf einmal so 150 Meter hast du gesagt, vom Start, von oben bis runter, zum, ja, bis zu dem Platz, wo man kann sessionen, wo sie da die ganzen Sprünge haben. Yes, hast du schon gesagt, Sandra ist da. Den hat man vielleicht vorher schon gesehen. Hello! The man in blue with the golden famous, most famous bike on Instagram. Ja, endlich mal mit dem E-Bike da. Ja, ja, er war schon am Sterben, ich schwöre. Yes! Ah. Aber die Velotür, hey, Scheiße. Du hast es vorhin schon gesagt, oh. Schlut. Geil! Ja, Mann! Video, wo ich erkläre, wie ich Vlogs set up kann und so. Aber ich habe einfach die ganz normalen GoPro-Clips. Und dann den langen. Und dann noch einen alten, ganz kurzen zum Quermachen. Und dann winkel ich das um. Und dann ist Upside, also Hochformat. Und dann Max Lenz Motor an. Und dann. Geil. Tipps vom Profi. Oh. Ja! Ja! Sprung vom Black Deer, ja, der grösste, wo alle so unendlich weit Weitsprung senden. Luis hat den noch gar nicht gemacht, habe ich gar nicht gemacht. Ich habe ihn einmal gemacht, haben wir die Dämpferschrauben gebrochen, weil ich zu kurz bin. Ja. Und das hoffen wir jetzt nicht. Wie ein Joey zu kurz kommen. Ja, weil er hat so easy irgendwie ausgesehen, da bin ich viel zu wenig lang gekommen. Da kommst du einfach mit Mach Speed, Mach 3000, alles was du kannst geben, lass offen und sendest einfach. Dann schaust du, wie weit das kommst.
Ah, ich gehe mir noch schnell anschauen, dass ich weiss, wie die Landung aussieht und so. Und dann probieren wir das mal. Also ich bin schon ein bisschen nervös, wie sie sagen. Weil ich habe Videos gesehen von den Typen, da, die hier sind. Letztes Mal sind wir 17 Meter, 17, 18 Meter geflogen. Das ist massiv. Aber es gelustet mich auch. Dann kommt das gut. Samuel geht die Stellung und dann... Warte, ich nehme mir noch schnell mit. Ja, gehen wir mal anschauen. Immer wenn ich so grosse Sprünge fahre, schauen wir so, so abschnittsweise an, vor allem jetzt, wo die Kapstung drin ist. Und tun mir so ein vorstellen, wie es ist, wenn ich so drauf zufahre, wie sich es anfühlt, wie, ob es blind ist oder ob es. Weiß nicht, ob man irgendwie schon in die Landung gesehen oder so. Ja, und auch so verschiedene Perspektiven machen. Weil, wenn du von hier anschaust, vom Absprung von ganz oben, tücht er die ganz anders. Also, wenn du von der unten anschaust oder vor Landung oder nach der Landung. Das ist immer so ein bisschen, einfach, dass man so ein bisschen das Bild im Kopf hat, wie der Sprung ist. Ja. Das ist so das, wenn ich grosse Sprünge mache, zuerst mal einfach, dass man so ein würde ja jedem raten, immer die Sprünge anschauen, auch wenn ihr, vor allem wenn ihr das erste Mal fahrt, weil es kann immer etwas in der Landung sein oder so. Oder kann irgendwie, ja, etwas sein, wo vielleicht nicht so sein soll, wie es ist. Recht steile Landung, hä? Ja, also tücht einem, wenn du so reinschaust. Das ist das Gefühl, aber ist sie nachher eben dann doch nicht. Weil ich habe das Gefühl, du fliegst so mega über einen Nackel drüber und dann unten wird es flach wahrscheinlich. Ja, da oben ist aber auch noch mal flacher und nachher noch mal steiler. Es ist so wie, so, es geht so runter und dann kommt wie so nochmal ein Wellen. Ja, also eigentlich musst du dort unten landen. Eigentlich musst du, ja. Ehrlich. Genau. Schönes Casepad. Und dann der Step-Up. Ist etwa nicht mit so einer Sache. Die Bremsen immer hören für dich. Okay. Ja, dann machen wir so ja. Ja, alright. Ich denke, wir probieren es einfach mal. Sandra zieht mich über das drüber. Ist auch immer ein guter Tipp, falls der Sprung zuerst macht. Und vielleicht auch nicht wissen, wegen dem Speed und so, so wie ich jetzt. Sucht mich jemanden, der das Ganze schon mal gemacht hat. Hi. Und dann sucht mich den Man in Blue. Und der zieht euch über die Sprünge drüber, weil der wisst ihr genau, wie schnell das ihr kommt. This is Man in Black. Dropping. Hei, hei, hei. Ist schon weniger schlimm, als ich mir vorgestellt habe. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich bin dann noch nie mit dem normalen Velo gesprungen. Ich bin immer nur mit dem E-Bike da. Ja, das andere ist... Hat sich das gibt so geile Insta-Clips von ihm, wo er mit dem E-Bike so übelschweiss sendet. Ja. Aber geil, also macht Bock. Aha. Können wir noch mal gehen, ja. Chibige Anfahrt. Das Step-Up ist auch schön. Finde ich. Ja. Machen wir das Ganze noch mal. Second Hit. Mir ist es eigentlich relativ gäbig zum Fahren. Ja. Ich habe zuerst gedacht, der Step-Up wäre noch cool. Aber jetzt nach dem zweiten Level muss ich sagen, nein. Er ist nicht so das, was ich... Nicht so geiler Trick-Jump, gell? Irgendwie haut es jetzt fest in Kompression rein. Ja. Vielleicht habe ich das Gefühl. Und dann bist du so überrascht. Irgendwie so. Oben die Landung ist schon cool, ja. Aber es ist so nicht so ein angenehmes Take-Off-Gefühl. Nein, mega nicht. Du kommst so Vollgas von dem. Und dann, weil sie halt vor dran sind, wie so ein Speedbump, wo du so ein bisschen runter kannst drücken. Den finde ich aber noch geil. Ja, aber ja. Also, ich fast, ich weiß nicht, es ist fast die Kompression finde ich ja nicht geil. Also, ja, zuerst denke ich, da können wir wirklich noch ein paar geile Tricks machen. Oh, fein. Velo kaputt. Ein Tag Black Deer Project und das Velo ist am Arsch. Nein, man kann es fast meinen, aber unsere Velo haben wir beides überlebt. Die ganzen Sprünge, die wir gemacht haben, überlebt.
Es hat schon ziemlich geklappt, manchmal in den Landungen. Also die Landungen sind so lala flach. Flat, ja. Ziemlich flat, ja. Und es chattert also schon ziemlich. Aber ja, wie gesagt, überlebt. Ich bin ziemlich stolz. Ich habe ja den Grossprung endlich mal noch gemacht, obwohl ich schon das dritte Mal hier bin oder so. Ja. Aber und bin umso happier gewesen, den Sano dabei zu haben, weil der natürlich die ganzen Lines schon ein bisschen kennt und so. Nice. Vor allem am Anfang ist es recht, unübersichtlich, so mit den ganzen Bäume und du weißt gar nicht, wo das Schwell durchgeht und so. Ja. Hat aber gefackt. Geil gewesen. Jetzt am Schluss haben wir noch Fotosession gemacht. Samuel hat noch Fotos gemacht. Ich hoffe, die seht ihr vielleicht auch noch irgendwo auf meinem Insta oder so bald mal. Und jetzt, zum Abschluss von dem Ganzen, gibt es noch einen geilen POV-Run. Da die Strecke, rote Strecke namens irgendetwas mit Viper runter. Ja, wird geil. So ein bisschen für den Tag abzuschließen, für die geile Session abzuschließen. Und das war es eigentlich mit diesem Video. Schreibt unbedingt in die Kommentare, was ihr oder wie ihr das ganze neue Format so gefunden habt, mit der höheren Qualität, mit den Edits zwischen. Und ja, weil vielleicht nicht alles immer mit der GoPro 7 gefilmt ist. Von dem her, ja, liken, kommentieren nicht vergessen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Peace out! Let's go! It's GoPro Run! Yeah.